Der neue Verein Frauen für Biedermannsdorf hatte die Idee vom Weibergschnaas aufgegriffen und auch gleich tatkräftig umgesetzt. Und so amüsierten sich in der Jubiläumshalle nicht nur herrlich kostümierte Damen, sondern auch mutige Herren in Damenkleidung. Weibergschnaas, was kann man sich darunter vorstellen? Wir haben hauptsächlich Damen als Gäste. Wenn Herren kommen wollen, dann müssen sie in Damenkleidung erscheinen. Und wir haben sehr viele Männer, die in Damenkleidung erscheinen. Das heißt, die Männer schwindeln sich heute herein? Ja, unter anderem. Aber in erster Linie ist es ja gute Laune, Geselligkeit für die Damen. Die haben sich das ja verdient. Genau, also wir haben schon einige Zeit gebraucht, um alles vorzubereiten. Es war manchmal anstrengend, aber ich denke, heute macht es wirklich großen Spaß. Weibergschnaas, gute Idee, könnte Fortsetzung finden im nächsten Jahr? Ja, das hoffe ich doch ganz fest. Ich finde überhaupt die Gründung dieses Vereins wirklich eine großartige Idee und ich wünsche dem Verein und der Sylvia Einzel alles Gute und ich freue mich schon aufs nächste Schnaas nächstes Jahr. Gnädige Frau, fühlen Sie sich wohl im Kostüm? Es ist nicht ganz so mein Stil, aber ich kann mich dran gewöhnen. Hobbymäßig sind Sie ja normalerweise Politiker, Sie sind der Gemeinderat, heute am Weibergschnaas diese Kostümierung. Ich bin normal Geschäftsführer, Gemeinderat, aber Gott sei Dank heute privat und unter so einer netten Gesellschaft, so wie es heute am heutigen Abend ist und völlig unpolitisch, hier kann man so richtig abfeiern heute. Damenwahl, das heißt, Sie werden Ihre Kolleginnen auffordern? Natürlich werde ich meine Kolleginnen auffordern und was mich besonders freut ist, dass das Motto für Biedermannsdörfer ist, die in Not gekommen sind und da ist der Antrieb eigentlich noch viel stärker. Die Damen sind die Antreiber, das heißt, heute wird nur getanzt? Ganz genau und wenn einige Damen auf der Tanzfläche sind, stellen sich die anderen einfach dazu. Man ist nicht darauf angewiesen, aufgefordert zu werden zum Tanzen.